Also die Gnadengaben Gottes, die uns von seiner verborgenen Hand überreicht werden, brauchen auch eine Gegenleistung. Diesbezüglich hören Sie die folgende Frage und Antwort an. Frage: Wir bezahlen Menschen einen Preis, auch wenn sie lediglich die Überbringer der Gaben Gottes sind. Welchen Preis aber verlangt wohl Gott, der wahre Eigentümer, von uns? Und Lehrmeister Bedüsermann antwortet, Zitat: Der wahre Geber fordert von uns folgende drei Dinge für diese wertvollen Gaben und Vermögen als Gegenleistung. Gedenken, danken, denken. Das Aussprechen der Formel Bismillah im Namen Gottes vor allem steht für das Gedenken. Das Alhamdulillah, alle Lobpreis gebührt Gott, steht für das Danken. Die Mitte dieser beiden bildet das Denken darüber, dass die Gnadengaben, die eine wundersame Kunst darstellen, Wunder der Macht und Geschenke der Barmherzigkeit des einzigartigen und bedürfnislosen Einen sind. So wie es töricht wäre, wenn du die Hand eines armseligen Menschen küsstest, der dir ein sehr wertvolles Geschenk von einem König überreicht, ohne auch nur einen Gedanken an den wahren Absender des Geschenkes zu verschwenden. So ist es eine noch tausendmal schlimmere Torheit, wenn du die scheinbaren Geber, die scheinbaren Ursachen lobst und liebst, dabei aber den wahren Geber vergisst. Höre, mein Nefs, wenn du eine solche Torheit vermeiden möchtest, gib im Namen Gottes, nimm im Namen Gottes, beginne im Namen Gottes, handle im Namen Gottes. Wassalam.